Guten Morgen, mein Frühstück habt ihr ja schon gesehen, es gab Pancakes. Ich habe euch da nur so einen kleinen Clip eingeblendet, weil ich nicht großartig irgendwas anderes zeigen konnte, wollte, wie auch immer sinnvoll gewesen wäre. Deswegen gab es nur die Pancakes, aber ich dachte mir, das wäre vielleicht mal ein anderer Einstieg. Und ja, weil ich sonst immer hier filme, sonst ist das ja ein bisschen langweilig. Genau. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zum Lesen zu sagen. Bei Shining bin ich immer noch nicht weiter. Das liegt da hinten, seht ihr, da. Warte, da. Bin ich immer noch nicht weiter, immer noch auf Seite 169, wie die ganze Zeit auch. Das werde ich diesen Monat auf jeden Fall nicht mehr schaffen, aber dann im Februar. Und entschuldigt meine Haare, die sind ein bisschen fettig. Ich gehe heute sowieso duschen nach dem Pferd. Deswegen ist es halb so wild. Und ich habe gestern noch ein weiteres Buch angefangen. Ich vergesse mal, wie es heißt. Deswegen habe ich hier meine Lovely Book Seite auf. Und zwar ist das Beneath the Scars, Nie wieder ohne dich von Melanie Moreland. Melanie Moreland. Das erscheint erst am 1.2.2018 und ich habe das von Vorablesen bei Vorablesen gewonnen und dann zur Verfügung gestellt bekommen. Und das lese ich momentan gerade. Ich bin aber auch ehrlich gesagt noch nicht so weit. Ich habe, glaube ich, keine 50 Seiten gelesen gestern. Ja, aber es hört sich bisher, also ich fand die Story an sich ja sehr spannend, deswegen habe ich es ja auch angefragt. Ja, es ist sehr spannend, sehr geheimnisvoll. Ich bin sehr gespannt, wie die Charaktere so sind und was für Eigenschaften die haben und wie die sich im Laufe der Geschichte wandeln. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der Einstieg gestern war wirklich schon sehr toll, hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten 200 Seiten ungefähr sind es noch. Und ich werde euch auf jeden Fall berichten. Und ja, bis zum 1.2. habe ich es vielleicht gelesen. Wer weiß, ich weiß nicht, wie schnell ich da bin. Und dann kommt da auch auf jeden Fall Rezension auf meinem Blog online. Mehr habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht zu berichten. Deswegen lasse ich das einfach mal. Ich weiß nicht, aber beim Pferd werde ich wahrscheinlich nichts filmen, weil ich da mit meinem Freund bin. Und dann ist das immer so ein Chaos dann, wenn man da zu zweit rummacht und mit zwei Pferden und ja. Deswegen melde ich mich sehr wahrscheinlich einfach im Laufe der Woche, das so wie immer das halt ist. Wenn es zwischendrin irgendwas Spannendes gibt, dann werde ich euch das auf jeden Fall auch zeigen. Ich werde sehr wahrscheinlich morgen ein Video oder mehrere Videos drehen. Mal gucken, wie die Zeit ist, weil ich morgen Vormittag noch im Fitnessstudio bin. Das mal wieder ein bisschen regelmäßiger machen. Und genau, das werde ich euch aber dann irgendwann im Laufe der Woche alles berichten und ihr werdet alles mitbekommen. Und deswegen melde ich mich einfach irgendwann demnächst wieder. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich melde mich heute auch endlich mal wieder. Ich habe mich ja, glaube ich, nur am Montag gemeldet, soweit ich weiß. Aber es ist ehrlich gesagt auch nicht so arg viel passiert, was ich euch berichten könnte. Dafür kann ich euch jetzt ein bisschen mehr berichten. Ich weiß gar nicht, wo ich am Montag stehen geblieben bin. Ich meine, ich habe da ein neues Buch angefangen. Und zwar Beneath the Scars von Melanie Moreland. Heißt es, glaube ich, das erscheint sogar heute. Wir haben heute den 1. Februar. Wir haben jetzt auch kurz nach 10 erst. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das auch heute Morgen fertig gelesen, aber das waren die letzten 20 Seiten oder sowas gewesen. Deswegen ziehe ich das einfach noch zum Januar rein, weil ich es eigentlich gestern noch lesen wollte, aber irgendwie zu müde war. Das ist dann halt einfach so, aber das ist, glaube ich, eigentlich auch relativ egal, ob ich jetzt im Januar die 20 Seiten gelesen habe oder im Februar die 20 Seiten gelesen habe. Bleibt jetzt relativ gleich. Genau, mein Lesemonat werde ich jetzt auch irgendwann nächste Woche abdrehen und dann auch hochladen. Ich habe nur gerade keine Kamera zum Filmen, deswegen kann ich das heute noch nicht machen. Genau, heute kam ja die Leseliste für den Februar online. Zu Shining, was da hinten auf dem Schreibtisch liegt hier, sage ich euch jetzt nichts, weil ich da immer noch nicht weiter bin. Ich bin immer noch auf Seite 169, meine ich. Ja, da komme ich irgendwie nicht so richtig voran. Da muss ich mich auf jeden Fall mal dran setzen, damit ich vorankomme. Und hatte ich eben gesagt, welches Buch ich gelesen habe? Doch, ja, Beneath the Scars von Melanie Moreland. Ja, das war wirklich ein schönes Buch. Ich habe es als E-Book, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, beziehungsweise das gibt es auch nur als E-Book. Ich werde euch aber das Cover einfach mal hier irgendwo einblenden, damit ihr auch seht, wie das Cover aussieht. Ein sehr schönes Cover, was meiner Meinung nach aber nicht so richtig, also nicht zu 100% zum Inhalt des Buches passt. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht in der Infobox, habe ich euch das Buch nochmal verlinkt. Aber ganz grob gesagt, es geht um einen jungen Mann, der abgeschottet lebt von allen Menschen und seine Privatsphäre sehr schätzt und generell Menschen sehr meidet. Nur ausgewählte Personen trifft er persönlich, aber sonst eigentlich niemanden. Bis dann eben Megan Green in sein Leben tritt.
Da wandelt sich sein Leben so ein bisschen. Und ja, er ist eben Künstler, sie ist Schriftstellerin und genau, es ist eine sehr emotionale, dramatische Liebesgeschichte, die wirklich sehr, sehr schön geschrieben ist, wo man auch irgendwie so ein bisschen was für die Zukunft mitnehmen kann, also meiner Meinung nach zumindest. Genau, ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, weil ich es wirklich gut fand. So ein paar Kleinigkeiten waren jetzt nicht ganz so perfekt, aber das werde ich euch einfach alles im Lesemonat erzählen, damit ich nicht alles jetzt vorne wegnehme. Und dann habe ich mir überlegt, welches Buch ich als nächstes lesen möchte. Und ich dachte mir, ich fange mal mit einem Buch an, was im Winter spielt. Oder in, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Winter ist, aber es ist, ist ein Skiurlaub. Also es ist noch Schnee und momentan ist es ja noch relativ kalt. Heute scheint mal wieder die Sonne, das finde ich sehr, sehr schön. Dann kann ich nämlich heute auch noch reiten gehen. Und dann habe ich mich eben entschieden, was ich auch ganz neu zu Hause habe und auch nicht dick ist, mit 330 Seiten etwa. Fridget von Jennifer L. Armentrout. Ich habe zwar gehört, dass das Buch oder generell die Reihe nicht so gut sein soll wie andere Bücher von ihr. Dennoch wollte ich mich da einfach selbst überzeugen. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja immer noch aussortieren. Genau, das habe ich nämlich als Mängelexemplar gekauft und deswegen habe ich es einfach mitgenommen. Sonst hätte ich es mir wahrscheinlich irgendwie ausgeliehen oder keine Ahnung, als E-Book gekauft. Was weiß ich, das hätte ich mir dann noch überlegt. Aber so habe ich es einfach mitgenommen und das werde ich einfach jetzt anfangen zu lesen. Ich denke, da bin ich auch relativ schnell durch, weil auch die Seiten nicht so dick beschrieben sind und die Schrift relativ groß ist. Deswegen glaube ich, dass man da gut vorankommen würde und ich das sehr schnell beenden kann. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch diesen Monat hoffe ich schon, diese Woche. Genau, wir haben ja heute Donnerstag, falls ich es nicht gesagt habe. Und ich habe mir ein neues Lesezeichen gekauft. Ich wollte schon länger so eins, wo man mit so einem Gummiband um den Buchumschlag machen kann. Und da habe ich jetzt dieses gesehen mit diesem wunderschönen Spruch drauf. Ich denke, das könnt ihr ganz gut lesen. Ich finde das Bild oder das Lesezeichen generell sehr, sehr schön. Und das durfte eben mit. Und genau. Mehr habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht zu berichten. Ich werde heute auf jeden Fall noch zum Pferd gehen, beziehungsweise ich muss halt zum Pferd gehen. Und da heute die Sonne scheint und es nicht windig ist, werde ich heute auch mal reiten gehen. Ja, weil ich sonst immer die blöden Tage habe mit Regen oder wo es dann so windig ist, dass ich nicht in den Wald gehen kann. Ist halt so, aber heute werde ich das Wetter mal ausnutzen. Und genau, so viel zu dem aktuellen Status. Ja, ich habe echt nicht mehr zu erzählen. Es passiert auch einfach ziemlich wenig momentan. Ich bin halt an der Bachelorarbeit dran und ich muss meine Bewerbung noch machen, weil ich mir so langsam mal einen Job suchen sollte. Ja, leidiges Thema. Sehr schwierig mit dem Studium, was ich gemacht habe. Ich habe es mir jetzt aber ausgesucht. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, was ich machen möchte, aber es ist trotzdem irgendwie schwierig, das Passende zu finden. Ja, genau. Aber mal sehen, was die Zeit noch so bringt. Ich möchte gerne so bis März mal was gefunden haben. Also Februar, März gebe ich mir noch Zeit und dann hätte ich gerne was gefunden. In der Bachelorarbeit muss ich gucken, ob ich das diesen Semester fertig bekomme oder noch einmal verlängern muss. Das ist momentan alles ein bisschen schwierig, aber ihr werdet das ja immer so ab und zu mal am Rande mitbekommen. Und genau, das war es dann jetzt auch wirklich. Und ich melde mich einfach irgendwann im Laufe dieser Woche nochmal mit neuen Informationen zu meinem aktuellen Lesestatus. Hallo, ich melde mich heute auch nochmal. Entschuldigt meine etwas strubbeligen Haare, aber wir haben jetzt auch schon 20 nach 2 und demnach habe ich schon ein bisschen was gemacht und irgendwie war ich gerade zu faul, die irgendwie ein bisschen zu richten. Für mehr Natürlichkeit oder wie auch immer. Für mich ist ein Päckchen angekommen. Hier. Das werde ich gleich mit euch öffnen. Ich habe schon soweit mal aufgemacht, aber hier noch nicht reingeguckt. Weil dafür wollte ich euch noch ein kleines Leseupdate geben zu Fridget von Jennifer Armentrout. Ich bin jetzt auf Seite 110. Bin also schon ein ganz gutes Stück vorwärts gekommen. Vielleicht habe ich es ja wirklich noch, das Buch diese Woche zu beenden. Das wäre nämlich auf jeden Fall sehr cool. Ja, bis jetzt gefällt es mir auch ganz gut. Also jetzt nichts Außergewöhnliches, aber irgendwie, es gefällt mir halt einfach, irgendwie schon. Ich habe jetzt von Jennifer Armentrout auch noch nichts gelesen, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Aber das gefällt mir, ja, gefällt mir eigentlich. Mehr sage ich dazu auch nicht. Und jetzt öffnen wir einfach mal dieses Paket hier. Ich greife da jetzt einfach mal. Also ich kann mir vorstellen, was es ist. Okay, vielleicht seht ihr auch schon, was es ist. Es ist wunderschön. Es ist aber mega dünn. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Ihr könnt jetzt nicht so viel erkennen durch das eingeschweißte und der glänzende Schrift sowieso schon. Es handelt sich aber um Magisterium. Die silberne Maske, das ist der vierte Band. Wie süß sind die denn da? Bitte schön, die zwei.
Mein Gott. Oh, das Cover ist wunderschön. Das habe ich von Bastel Lübbe oder vom Hohen Verlag, wie auch immer, zum Rezensieren zur Verfügung gestellt bekommen. Das habe ich nämlich angefragt, einfach mal auf gut Glück und tatsächlich auch bekommen. Ich freue mich so über dieses Buch, aber es ist mega dünn und dieser Buchschnitt ist auch wieder wunderschön in Rot gehalten. Den ersten und zweiten Teil habe ich schon gelesen, den dritten Teil will ich noch lesen und jetzt habe ich auch den vierten schon hier zum Lesen. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Wochen gelesen, weil ich mich auf diese Geschichte sehr, sehr freue und ich sehr gerne mag, wie der eine oder andere vielleicht weiß. Ja, aber auf das Buch freue ich mich wirklich sehr. Es ist wunderschön, auch wenn es sehr dünn ist. Ich habe nicht in Erinnerung, dass die anderen auch so dünn sind. Ich meine, die waren ein bisschen dicker, aber ich freue mich trotzdem sehr über dieses Buch. Ja. Noch ein Neuzugang. Ist ja nicht so, dass ich sowieso schon keinen Platz hätte und schon vier andere Bücher ausquartiert habe aus meinem Bücherregal. Aber naja, was soll ich machen? Es ist nun mal so, wie es ist. An der Situation kann ich momentan noch nicht so viel ändern. Irgendwann vielleicht mal. Mal schauen. Ja, das war es jetzt ehrlich gesagt noch, was ich euch zu berichten habe. Ich werde mich wahrscheinlich am Wochenende noch einmal melden und euch einfach ein Leseupdate geben, damit ihr auf dem neuesten Stand seid und dann könnt ihr wieder im nächsten Weekly Reading meinen aktuellen Lesestatus erfahren. Genau, deswegen beende ich das einfach an der Stelle und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auch wenn wir uns gleich. Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute wieder an einem Samstag, weil ich mich sehr wahrscheinlich morgen nicht melden werde. Deswegen drehe ich heute einfach schon mal das Fazit. Wir haben jetzt 11:30. Ich bin schon eine Weile wach. Ich bin noch ungeschminkt, werde das aber jetzt demnächst ändern. Meine Haare sind auch noch irgendwie hier zusammengewurstelt. Und entschuldigt mein Gesicht momentan. Irgendwie ist meine Nase. Ja, egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Ich sehe nur diese roten Leuchtenase im Display. Deswegen ist es ein bisschen nervig, aber okay. Ich wollte euch ein kleines Update geben zu Frigid. Ich hatte mir ja vorgenommen, dieses Buch diese Woche noch fertig zu lesen. Dass ich es tatsächlich gestern schon fertig gelesen habe, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber irgendwie habe ich dann weitergelesen und ich konnte irgendwie auch nicht aufhören. Nicht, weil die Geschichte irgendwie was komplett Neues war. Im Gegenteil, so in der Art, also von der Aufmachung her, liest man ja öfter in New Adult, Young Adult Richtung. Das war jetzt nichts Neues, es war teilweise auch sehr hervorsehbar. Aber irgendwie hat es mich doch gepackt, dass ich weiterlesen muss. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt. Die Charaktere fand ich auch gut. Ich fand aber, glaube ich, Kyla ein kleines bisschen sympathischer als Sydney. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber irgendwie, wenn ich so darüber nachdenke, ja, ich habe dem Buch jetzt 4 Sterne gegeben. Das verrate ich jetzt einfach schon mal. Und somit wäre das auch mein erstes Buch, was ich im Februar beendet habe. Worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Es gibt natürlich auch einige Dinge, die mich gestört haben, wie zum Beispiel, dass es vorhersehbar war und noch ein paar andere Dinge, die einfach in der Geschichte passiert waren, die ich irgendwie als unnötig oder ein bisschen übertrieben betrachte. Da werde ich euch aber einfach mehr in meiner Rezi auf meinem Blog erzählen bzw. schreiben. Der Blog ist auch wie immer in der Infobox verlinkt, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Irgendwann im Laufe des Monats, nächste Woche wahrscheinlich oder sowas. Wird die Rezi dazu online kommen, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und im Lesemonat Ende Februar werde ich dann auch noch mal was dazu sagen. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe von Jennifer Armentrout noch nichts gelesen, deswegen habe ich da auch keinen Vergleich zu und kann das mit irgendwas vergleichen. Genau, das ist so jetzt meine Meinung dazu. Wenn ihr das Buch schon mal gelesen habt, könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich habe nämlich auch von vielen gehört, dass denen das Buch nicht gefallen hat, aber das waren, glaube ich, häufig welche, die schon andere Bücher von ihr gelesen haben und das habe ich halt eben noch nicht. Genau, das ist so das, was ich dazu gesagt zu sagen habe. Was ich jetzt als nächstes lese, weiß ich noch nicht genau. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, ob ich mit Zeitenzauber weitermache oder ob ich Crybaby von Gillian Flynn lese. Beides sind jetzt nicht so dicke Bücher, aber es ist halt, das eine ist eine Zeitreisegeschichte, das andere ist halt eben ein Thriller oder sowas in die Richtung. Und genau, das werde ich eigentlich wahrscheinlich spontan überlegen, wobei ich gerade mehr zu Crybaby von Gillian Flynn tendiere. Das ist mal wieder ein bisschen was anderes, ja, ein anderes Genre in meinen Weekly Readings auftauchen wird. Und Shining liegt ja auch noch immer da hinten. Das muss ich irgendwann demnächst auch nochmal weiterhören, damit ich das auch hoffentlich im Februar dann beenden kann. Genau.
Das war's jetzt auch von dem Schnipsel hier und auch mit dem kompletten Weekly-Reading. Wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder und ja, bis dann. Tschüss!